So, hallo, wir machen weiter. Bei Kaizo Jumps von Stevie Boy, das letzte Mal, haben wir die ersten drei Level gemacht und haben noch drei weitere vor uns. Vielleicht kriegen wir es in den Part. Ich bin gespannt. Und es ist natürlich rutschig. Ich freue mich riesig. Bisher vom Schwierigkeitsgrad her okay. Teilweise sind Blöcke dabei, die ich erst... Okay. Die man erst nicht verstanden hat. Vor allem... Lustig war vor allem ein Block, gegen den man eine Shell werfen musste. Und dann wurde Wasser draus. Also nicht aus dem Block, sondern dann wurde das Level... Dann hat sich's zu Wasser... Oh. Dann hat sich's zu Wasser umgeändert. Ah, das war knapp. Das war nicht knapp. Das war auch nicht knapp. Aber insgesamt kann man es doch schon als... Okay. Insgesamt kann man es schon als Light Kaizo bezeichnen, wie er es getan hat. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Uiuiui. Okay, da musste ich zum Glück nichts tun. Hui. Oh, ich sollte Münzen vertrauen. Okay. Wir vertrauen Münzen. Nee, nee, nee. Wow. Das ging schnell. Okay, schönes Level. Gut. Und damit ist das Hotchick auch schon wieder vorbei. Gott sei Dank. Huh. Ich muss wieder kurz Levelnamen kritisieren. Ich hätte so ein bisschen die Levelnamen nach den Gimmicks gemacht, nicht nach... Also es ist okay, Ice Jumps. Hier hätte man vielleicht Speed Jumps auch nehmen können. Ich weiß nicht, wenn ich das Level gebaut hätte, ich hätte es vielleicht Speed Jumps genannt, weil es halt Sprünge sind, die unter Geschwindigkeit... Wobei eigentlich sind es ja keine Speed Jumps. Ja. Aber Ice Jumps markiert natürlich, dass es rutschig ist, ganz klar. Und Funky Jumps, jetzt bin ich gespannt. Ja, okay, das ist die Musik. Da passt, egal was kommt, da passt auf jeden Fall der Name. Und ich bin gespannt, was hier für ein Gimmick auftauchen wird, wenn es hier ein Gimmick gibt. Nein, nicht eine Snake. Geh weg. Okay. Ah, das ist nur einmal, okay. Bitte nicht noch mehr Snakes. Bitte nur diese eine da. Wie komme ich an den Mond? Gar nicht von hier aus wahrscheinlich. Okay, jetzt muss ich einmal hier. Und dann ganz schnell durch. Und jetzt muss man... Ah ja, okay, da wird das A angedeutet, dass man hier sich sicher durchglitschen kann. Ach, okay, natürlich, klar. So. Hallo, Ranke. Doc. Jetzt muss ich den Pilz wohl verlieren. Ja, eindeutig. Und jetzt warten wir. Oh Gott. Ah ne, ich muss warten. Okay, ich warte auf den Goomba. Soll er da unten mal landen? Jetzt kann ich ihn allerdings nicht mehr abschätzen, wo er gerade ist. Sehe ich ihn so? Ach, ich kann ja nicht scrollen, aber so sehe ich ihn. Perfekt. Jetzt sollte er da sein, wo er hingehört. Okay, den dürfen wir nicht verlieren. Ja, so passt das doch. Okay.
kommt hier der Spaß. Ach, ich hasse diese Viecher. Nein, komm. Ich muss auf der... Auf den... Ah, ich... Schön vorne bleiben. Dann läuft er auch immer weiter zu mir. Ah, da ist die Lücke. Das erinnert mich gerade an den Stream, wo ich den Unsichtbaren steuern musste und wir das nicht hingekriegt haben. Ich das nicht hingekriegt habe. Ich sollte nicht wir sagen, wenn ich zu doof war. Okay, die Shell muss ich mitnehmen. Und dann hier einen Shelljump und weiter. Pilz! Okay. Und dann geht's hier rein. Wie komme ich an den Mond da oben? Denn wir sind jetzt auf jeden Fall in einem anderen Raum. Oh. Eine andere Version von Papyrus Dings. Ja, natürlich. Ich könnte eigentlich auch ihn benutzen, aber er soll mal sich verziehen. Wir hören jetzt erstmal kurz das Lied an. Entschuldigung. Da ist leider die Timelinks reingekommen. Und vorbei. Okay. So. Das war mir aber trotz mein Anliegen, es mal fast komplett richtig zu hören. Auch wenn schon die schnellere Version war, aber die kriegt man jetzt ziemlich schnell zustande, weil die kommt halt nur... Ja. Muss ich bestimmt noch mitnehmen, aber... Hä? Wieso kommt da eins doppelt? Egal. Ja, ah, da wird's angedeutet. Und trotzdem habe ich's verkackt. Aber wir wissen jetzt, das Lied ist... Also die... Das ist dann zu Ende, wenn wir beim zweiten Mal im Refrain sind. Dann habe ich ein zeitliches Problem. Okay. Wie kommt man an den Mond? Das werden wir jetzt nochmal herausfinden. Wie kommt man an den Mond? Da ist eine Tür. Aber wo ist das Gegenstück zu der Tür? Was mache ich denn? Hier nicht. Ich kann den Block auch nicht duplizieren.
Hier ist auch nichts. Ich kann mich nicht erinnern, dass man hier irgendwo eine andere Tür noch konnte. Das ist ja interessant. Hier ist schon der Teil. Ich weiß, ich könnte noch groß sein. Aber hier kam ja auch gar nicht mehr viel anderes. Ja, keine Ahnung, wie man in die Tür kommt. Castle Jumps. Das heißt, jetzt wird wahrscheinlich alles kombiniert und es kommen neue Gimmicks dazu. Wie zum Beispiel Disco Shells. Und vielleicht könnten wir das Lied auch hören, wenn ich nicht so doof wäre. Das ist nämlich echt gut. Es tut mir leid. Gerade bei solchen Liedern tut es mir leid. Aber es ist mir mal ein Kaiser-Hack. Diese Pfeildinger, die sind echt cool. Ich hoffe nur, aber ich denke nicht, dass wir keinen Bowser-Kampf am Ende haben. Das wäre zu typisch fürs Ende von dem Hack. Ich glaub's aber nicht. Ich meine, der Hack ist schon ein bisschen neuer jetzt. Und ich glaube, mittlerweile hat das jeder gecheckt, dass es nicht sein muss, immer jeden Hack mit einem Bowser-Kampf zu beenden. Es kann auch einfach nur eine Variante von Roy sein oder so. Ach, komm schon. Alter. Das gibt's doch nicht. What the f- Okay, da ist dann Ende. Also die ganze Zeit einfach springen. Nein, ich hab den letzten. Was? Das ist jetzt doof. Warum sterbe ich denn da? Das muss ich irgendwie verhindern. Okay, wir sollten neu in die Tür rein. Boah. Alter. Hätte ich denn gerade gemacht? Werde ich so langsamer? Ja, nice. Boah.
Das war eine interessante Stelle auch wieder. Okay. Einfach alle killen? Das wäre auch ein cooler Boss. Ciao. Pff. Ich will das chillig machen. Also nicht chillig, sondern stylisch. Ach Mist. So nämlich. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das hat mir doch gefallen. Ja. Da ist schön. Huch. Oh. Oh. Das war die Special World. Okay. Also der Trigger dafür. Jetzt sind alle Koopas mit Köpfen besät. Und ich wüsste nach wie vor gerne... Ah, nee, sind sie nicht. Achso, also doch, die Shells sind Köpfe. Ah, auch nicht. Okay. Dann hat sie nicht komplett getriggert, die Special World. Ich wüsste gerne, wie man da in die in diese Tür reinkommt. Sehe nur ich das nicht oder seht ihr das auch nicht? Würde ich gerne wissen. Aber hier ist ja nirgendwo was. Ups. Wie komme ich da hin? Und die Frage ist auch, ist die Tür etwas, wo ich hinkomme oder ist die Tür etwas, womit ich dann da wieder rauskomme, weil ich anders da reinkomme? Das kann ja auch sein. Also es kann ja sein, dass man eben tatsächlich da reinkommt. Von hier. Von hier. Aber dann eben nicht mehr rauskäme. Und deswegen die Tür dafür da ist. Es wäre beides möglich. Aber hier kommt keine Tür mehr. Nee, und da ist jetzt gleich Ende. Ups. Jetzt kommt noch der Wiggler. Dreh halt nicht um. Dreh halt nicht um. Du blöde Mistraupe. Du Mistraupe. Kurz vorher dreht er nochmal um, ist ja nicht zu fassen. Ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob es so gedacht ist, aber das werden wir noch ausprobieren. Das wäre das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Zwar super aufwendig für einen einfachen Mond. Voll gucke ich hier runter, da ist nichts. Ja, das habe ich gut verkackt. So. Ja. Gut gemacht. So, aber hier war jetzt halt auch nur noch das da. Und dann war da auch schon El Exitos. Stopp, hier runter gucken können wir noch. Aber da kann auch eigentlich auch nichts sein. Nee. Nee. Aber
Was wir machen können. Und ich weiß nicht, ob es so gedacht ist, aber so könnte es gehen. Okay, es ist schon mal erlaubt. Ach ja, ich brauche die ja gar nicht. Und es sieht halt schon so aus, wie wenn es eigentlich passt, es exakt. Na. Wieder zu blöd dafür. Na komm. Oh, shit. Vielleicht nicht ganz die perfekte Stelle. Vielleicht mehr so hier. Ach, fuck. Wie oft in meinen Let's Plays habe ich das jetzt schon gemacht, dass ich den Save geladen habe, wenn ich oben war. Manche Dinge ändern sich nie. Oh, bist doch blöd. Okay, das war wohl nicht ganz so günstig. Nee, das war nicht so günstig. Das gibt's doch nicht. Etzala. So, wo komme ich raus? Ja, okay. Ich kann mir keinen anderen Weg vorstellen. Und wir haben 88 Münzen. Seht ihr das? Wir haben genau 88 Münzen wieder. Wie schaffe ich das denn immer? Und 8 Leben. Perfekt. Das ist doch perfekt zum Level beenden. Danke, zum Level, sage ich schon, zum Let's Play beenden. Denn wir haben es geschafft. Wir haben alle 6 Exits durch. Sehr schön. Das war keine Demo, davon gibt es nicht noch mehr. Aber hoffentlich bald von dem richtigen Hack von Stevie Boy. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.